Inglewood, wir sind in Hood. Raus, lass mich zu den Penner da vorne. Ich kauf Crack. Ey, wir reacten gerade zurzeit jeden Tag auf diese Los Angeles Vlogs, ne? Das ist schon traurig. Wisst ihr, wie ich mich langsam fühle? Kennt ihr diese eine Meme, wo Thaddäus aus dem Fenster schaut und sieht, wie SpongeBob und Patrick Spaß hat? Und ich stehe wie ein Peach an diesem Fenster und schaue denen einfach zu. Das ist schon traurig, Lan. Aber die Vlogs sind geil. Muss man sagen, die Vlogs sind halt wirklich, die sind halt geil. Und es macht auch wirklich Spaß, das anzuschauen. Außer natürlich hier den OnlyFans-Content von Musti. Auf den hätte ich hier jetzt verzichten können. Der müsste jetzt nicht sein, aber von da auf abgesehen ist das natürlich richtig geil. Geil. Boah, geil, geiles Intro. Hä, was 3000 Euro? Haben die gewettet? Oder diese Schein, okay. Oder die Amis sind so durch, Alter. Ich schwöre, dieser Vibe dort in. Schau mal an, Bruder. Hä? Ich glaube, Eldos ist dein Buddy. Ich hab Kreuzi bekommen. Och, Bruder, geil. Karma hat geregelt. Einfach aus, Digga. Einfach ein Roboter, Digga. Wetter ist bombastisch in Hamburg. Ich bin am Ölen. Bruder, wie bist du da hochgekommen? Hugo, sag das nicht. Hugo, hör auf damit. Sag das nicht, Hugo. Wenn Musti jetzt schläfst, ist es krass. Ja. Eldor ist einfach wie ein Embryo, Bruder. Schau mal bitte. Oh, ein bisschen tut der mir schon leid, ja. Chat, Walla, ein bisschen kann der einem auch leid tun, Bruder. Ohne Witz, Chat, was willst du? Schau mal, Bruder, bitte, das ist ein... Da, Bruder, ein bisschen kann er auch einem leid tun, Chat. Wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache dem doch nichts, ja. Der tut einem irgendwie leid, so, wirklich. Man muss, glaube ich, diesen armen Embryo doch hier nicht jedes Mal da... Spaß, natürlich werde ich den schütteln. Ich mache nur Spaß, alles gut. Es war natürlich alles nur Spaß. Nein, was für zurückziehen gibt's nicht. Wir machen das schon, Bruder. Du hast Lust auf exotische Süßigkeiten aus aller Welt? Dann geh jetzt auf www.kingcans.de und schau dir den Shop mit den vielfältigen exotischen Auswahlen an. Mit dem Ich will keine Süßigkeiten, ich will ein Frühstück, ich will Eldosch. Der soll endlich kommen, Bruder. Nächste Woche ist es soweit. Mit Trio 10 bekommst du 10% auf deine gesamten Bestellung. Danke dir, Onur. Willkommen im ersten Monat. Ja, 10 Minuten. Mach schnell. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ich habe dich ein bisschen früher geweckt, Bro. Was, Digga? Seitdem wir hier sind, gibt es wirklich die ganze Zeit ein... Der Motherfucker. Wird der nächste Gegner von Mike Tyson. Passt auf euch auf, da ihr auch nicht weiß seid, Bruder. Bro, wir sind alle weiß außer meiner, Mann. Wir sind auch. Erklär mal bitte, warum du Sidney Kielan Mbappé nennst. Er ist Mbappé. Wer seid ihr? Saïda Emery. Und ich bin Franz Kretzig oder so. Ja, Franz. Ja, ja, Franz ist gut. Bum bum. Gib. Bum bum. Ey, das war immer Paul Wanner. Nach Malle hat er sich Jamal-Status verdient. Da war denn Jamal. Ja. Oder Jamal ist so. Bro, er hat dann aufgespielt. Kannst du nicht in so einen Club rein? Wir suchen die ganze Eltern, wir denken, er schläft. Aber wir sehen ihn alleine am Bar mit zwei Chicks. Was? Jamal Musiala. Was? Waren die feiern und Eldos war mit zwei Frauen oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Im Ernst? Niemals, Bruder. Das waren 100% Nutten, die hat der bezahlt, Bruder. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. 100%. mach jetzt nicht dir so auf. Ich habe die abgecheckt, Bruder. Du hast doch bezahlt, Lan. Der Flug von Mbappé, oder? Ja. Das ist ein Schulbus. Wir sind die einzigen Menschen wahrscheinlich gerade aus Amerika, die ein Vita-Welt trinken. Ja, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Ihr habt alle kein Vita-Welt. Ey, das sagt bis morgen die College-Spieler. Boah, das ist scheiße.
Arthur, danke dir. Willkommen im ersten Monat, Bro. Wir sind ja, Mann. Plan, dass wir auf eine College-Party können und man muss sich einfach Tickets dafür holen. Aber ich kann nur ein Ticket holen. Ich kann nicht einfach 6 Tickets holen. Also ich muss auch Profilbild machen? Seiner Konsult ehrenlos, glaube ich. Nein. Da war er etwas abgelehnt. Also diese Gasse sieht so aus wie eine GTA-Gasse. Boah, geil. Der Bre hat sich gerade eine Heroinspritze gegeben auf Chillig. Echt? Ja. Ja, guckt alle noch hin. Digga, was ist das denn? Töbe. Also jetzt Spaß beiseite, ich weiß, das war natürlich nur ein reiner Joke oder sonst was. Aber ich schwöre es euch, Chat, ich habe, wo ich in Frankfurt war und ich mit Moduzzi durch die Straßen gegangen bin, Heroin, eine, also wirklich, das ist wirklich einer, ich glaube, das ist mit unter allem wirklich die schlimmste Droge, die jemals ihr nehmen könnt. Deswegen, jeder Freund, und damit meine ich in Anführungszeichen Freund, der euch sowas mal verabreicht und sagt, Bruder, das ist voll geil und so, probier einmal, da wird schon nichts passieren. Ich f*** seine Mutter, der euch das sagt, ich f*** seine Mutter, der so ein Freund ist. Es tut mir leid, ich mag es eigentlich nicht so zu beleidigen, aber das ist ein von dem direkt die komplette Distanz. Mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, ein guter Freund wird niemals zu dir kommen und sagen, hier rauch, hier fang an zu kiffen, hier trink Alkohol, hier mach das. Ein guter Freund wird immer das Beste für euch wollen. So, und deswegen. Und wenn einer so kommt, Bruder, direkte Distanz. Also ich würde es so machen und ich rate es euch, nur euch zu machen. Das geht jetzt eher ein bisschen an die Jüngeren. Ich glaube, die Älteren wissen, wovon ich rede. Dass man einfach sowas komplett, also wirklich, damit ist nicht zu spaßen. Ne? Das ist wirklich nicht zu spaßen. Du kannst von einer Spritze schon direkt abhängig werden. Von einer Spritze. Deswegen, es gibt also Alkohol kannst du einmal trinken, dann vielleicht nie wieder mehr. Aber Heroin, sehr, 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 sehr gefährlich. Aufpassen. Like, if you got unlimited, like 50 bucks a month. Unlimited extras, like 40 bucks a month. Daniel, wird nicht teuer. Daniel, jetzt auch auf Clips oder was, so mit Telefonat angerufen mit uns. Feinlicher Typ. Natürlich telefonierst du, brauchst Content, ne? Er wird genau null nichts machen, Digga. Oh mein Gott. Wir sind am Santa Monica Pier, meine lieben Freunde. Boah, ist so warm, Alter. Geil, da waren wir doch gestern im Story Mode, ne? Der mir Brillen verkauft. Da waren wir doch gestern in Story Mode. Ich? Genau hier. Oh Alter, geil. Was? Platz 6 in den Trends. Gib Anzeige. Amerika, Amerika. Digga, der Mann ist einfach am Pumpen mit gebrochenem Bein. Also was hält euch auf, meine lieben Freunde? Geht ins Gym. Ja. Genau, sagt der Richtige, Bruder, der wo jeden Tag Wetteressen macht, was schmeckt besser, Shake Shake oder Five Guys oder keine Ahnung, In-Out-Burger. Aber motiviert hier die Leute, macht Fitness. Er geht mit einem gebrochenen Bein trainieren und du gehst nicht trainieren, hä? Bist zu Hause den ganzen Tag, hä? Ja, ich weiß, ich hab Ahnung, ne, du Hund? Alter, wie geil das dort aussieht. How old are you? 14? Musti ist. Man macht das weg, Bruder! Mann, Bruder, also dein die mal, also. Ey, Chat, wisst ihr, an was mich das ein bisschen erinnert? Könnt ihr euch noch erinnern, wo Plenty frisch rausgekommen ist und wir da immer diesen Vibe hatten und immer Basketball gespielt haben und da saßen und so? Diese ganz, ganz, ganz frühe Zeiten. Ganz, ganz früher, wie geil das war, wo wir Plenty eröffnet haben und so. Und die ganzen Leute auch am Park waren und wir da gechillt haben, Stühle hingesetzt haben und dann haben wir so Wetten gemacht, wie wir so Körbe. Ah, das war so geil, die Zeit. Plenty Anfangszeit war auch echt geil. Schade, dass viele reingeschissen haben. War echt geil. Ja. Okay, mit unter anderem mich. Ich hab ja auch reingeschissen am Ende. Was? Was? Sei nicht so frech. Sydney ist mein Löwe-Land. Sydney, ab heute, mein Bruder, für diese Aktion, nur für diese Aktion, schau mal. Nur für diese Aktion, Sydney. Was? Sehr gut, du hast schon angefangen, ihn ein bisschen so, ja, umzudrehen und so. Das nächste Mal werf ihn noch ein bisschen von links nach rechts, dann wär's noch krasser. Aber ab heute, Sydney, Bro, ich stehe hinter dir, mein Bruder. Mach Ansage gegen wen du willst, Land. Mach Ansage gegen wen du willst. Ich stehe hinter dir, mein Bre. Mach, Bruder, egal wer es sein soll. Ich bin dabei. Was? Warte ab, was? Ey, da kommt noch mehr. Ey, Dos, sei nicht so frech. Stark. Ey. Krass. Der Bro hat einen Edgar-Cut. Das ist das erste Mal, dass ich das in Real Life sehe. Was ist Edgar-Cut? Das ist Edgar-Cut? Was ist das? Mr. Edgar, was machen wir? Ah. Hä? Okay. Er kann auf Deutsch kommen. Achso. Salam alaikum, alaikum. Bruder, was ist mit Musti, ja? Trash! You trash! Ha ha!
Und deswegen ist er Fußballer geworden, meine Friends. Dir, danke dir. Küss dein Herz, Bro. Danke, sehr nett von dir. Mein Führerschein, ja. Küss dein Herz. Digga, ich hab einen Führerschein. Weißt du mal, wie man Führerschein schreibt und du hältst die Presse? Du hast... Bruder, das ist... Guck mal hier. Guck mal. Hier. Ja, geil. Hier. Ey, Doss, geh rein jetzt. Wir haben einen Geller ertappt. Gucken wir uns mal die Twitter-Kommentare an unter dem Post. NFL Deutschland. Braucht kein Mensch, eher richtige Football-Fan. Check das mal langsam, ihr ganzen Influencer. Streamer, Kotz-Emoji. Hauptsache flexen, das können die beiden am besten. Anscheinend darf man nicht, wenn man in Amerika ist, ein Footballspiel gucken. Nur die einer Fans. Von denen ist deutsch. Was? 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 Durch unsere Videos waren so ein Einblick da rein und wir fanden sie alle richtig geil. Vielleicht gibt es dadurch neue Footballfans. Die Leute denken, wir haben das gesponsert bekommen oder so eine Scheiße. Euro bezahlt für die Tickets. Ja. Weißt du, warum die dumm sind? Erklär. Wenn die sich aufregen, warum neue Leute, die vorher nichts mit Fußball zu tun haben, sich das angucken, werden ja nie neue Leute auf diesen Sport aufmerksam. Du musst ja irgendwann Fan werden. Irgendwann musst du doch Fan werden. Genau, seit NBA bin ich seit 6 Jahren, 7 Jahren. Sagen wir ein 15-Jähriger, der vorher nie was mit NFL zu tun hatte oder mit Fußball oder so zu tun hatte. Und dann fängt er an damit. Dann ja. Muss er irgendwo anfangen. So, ja. Leute, morgen gehen wir zum Baseballspiel. Ja. Danach gehen wir zum Eishockey gucken. Danach mach ich nochmal einen Stadion-Vlog, ihr Hunde. Ja, habt ihr mich verstanden? Und deutscher Fußball ist scheiße, ihr Hunde. Ja! 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 Wir sind einfach die ganze Zeit so gefahren. Die haben den Spiegel gesucht. Wo ist Spiegel? Was ist mit denen los, Bruder? That's the Santa Monica Pier. Ay, ay, alles. Alles hat mich gerade gefragt, ob ich 1-Dollar-Scheine habe, damit er das hier fahren kann. Noah. Ey, das will damit fahren. Warte ab, was ich machen werde. Was? Oha, oha. Ey, das. Oh mein Gott. Wow. Gestern waren wir auf irgendeinem Drecks-College, Digga. Da waren irgendwelche Vollidioten, die gesagt haben, 440 Gramm für 30 Euro. 45 Dollar für 3 Gramm. Ja, das ist doch so ein normaler Kurs. Ne? Der ist immer noch auf diese Gramm hängen geblieben. Ich glaube es nicht, Chat. Der ist immer noch da auf diese Gramm. Der denkt immer noch darüber nach. Ha? Der hat immer noch, der wird dort, glaube ich, sein Business aufmachen, der Junge. Das ist ja nicht mehr normal. Ich weiß nicht. Ja, du musst. Ja, ich weiß doch auch nicht, Bruder. Wo soll ich die Kurse hier wissen, Bruder? Derjenige, der die ganze Zeit hier frech ist, ne? Kleiner. Dankeschön. Kleiner Hund, ne? Bist du noch einmal frech? Ja. Nein, nein, nein. Gib dir. Nein. Warte, was? Kleiner Hund. Gestern war schon geil. Rohat. Bruder, da muss ich jetzt echt auf jeden Fall. Props gehen raus, mein Bruder. Sehr stark. Also wirklich, also ich glaube, du bist auf dem besten Weg, mein Bruder, dich von der Liste rauslöschen zu lassen. Du bist wirklich auf dem allerbesten Weg. Ja, du bist zwar momentan noch bist du Platz 3. Du bist momentan noch Platz 3. Aber du bist auf dem besten Weg, mein Bruder. Weiter so. Geistkrank hart. Heute ist auch wieder crazy. Das wusste ich, dass ich bin, ne? Ja. Ja. Seid deine Schultern langsam. Ja. So, wir sind bei Shake Shack. Also wirklich, ich kann Shake Shack nicht mehr sehen. Wir sind da jetzt, glaube ich, schon zum 50. Mal. Und jetzt drehen wir ein Wettessen da. Nach dem Ding werde ich, glaube ich, nie wieder zu Shake Shack gehen. Oder ich habe, was ich im Los Angeles Vlog verstanden habe, nur Shake Shack und In-Out Burger. Das war's ja, ne? Wie oft wollen die da noch hingehen, Bruder? Haben die Kooperation mit denen? Ja. Haben die Placement? Mach jetzt. Das ist ehrenlos. Wir müssen tanken. Oha. Premium Fuel. Ja, wir müssen Supreme tanken. Eins oder zwei? 50-50. Eins. Eib. Ist ein 50-50-Ding, ob wir weiterkommen oder nicht jetzt. Oder er weiß nicht mal. Ich dachte, er weiß, ob das Benzin ist. Weißt du nicht? Nee, dann nicht fragen. Sagst du einfach tanken? Wir haben jetzt einfach getankt, jetzt, oder was? Wenn das richtig ist, dann ist der Motor am Arsch. Bruder, wir leben jetzt gerade 50-50, ne? Nicht mal 50-50. Oder? Germany, you wanna know which gas I have to take? Go away, go away. Haben die jetzt hier richtig getankt oder falsch? Karen, rede nicht so mit Mbappé, rede. Also wenn wir in Las Vegas auf der Strecke stecken bleiben, rede ist schuld. Wie lange dauert das, Bruder? Was? Ah, okay, richtig. Wir wären eigentlich zum Game gegangen. Wir haben richtig getankt. Kardashian. Maybe it's not the game, oder? Sydney's Traumfrau. Und wir sind nicht zum Game gegangen. Was machen die da? Was machen die? Digga, solche Affen, Alter, wirklich. Hä? Ja, Sydney.
Ja, bitte mach nicht, tu nicht so, Sydney. Tu nicht so, Sydney. Tu nicht so diese... Ah, was, hast du das wirklich... Du hast es ihn eingefangen. Ich bin so fest davon überzeugt, dass die beiden Jungs damit auch was zu tun haben. Rohat und Sydney, die beide, die machen diese... Du auch. Die schmeißen noch Öl ins Feuer. Die Liste, Ensch, diese... Was? Was? Sydney auf drei, die Todesliste. Du auch. Die schmeißen noch Öl ins Feuer. Die Liste, Ensch, diese... Was? Was? Sydney auf drei. Was? Was? Sydney ist auch drinne. Die Todesliste. Die Liste. Platz 1, älter. Oder die Todesliste. Jedes AB. Ja. Hey, das Abi, es tut mir leid. Ich entschuldige. Oder sag mal, wie geil haben die das gemacht? Wie geil haben die das gemacht, Bruder? Ich mich bei dir. Ich wollte keinen Fitner machen. Tut mir leid. Und das, was du über seine Mutter gesagt hast? Boah, hey, chill, Bruder, chill. Warte, hat der was gesagt? Sydney. Oh, Bruder, Grenze. Grenze, Bruder. Das war fast abseits. Das war fast abseits, Sydney. Das war fast abseits. Gut die Kurve bekommen. Aber Rohr hat auch ekelhaft. Schau, siehst du, der sagt noch so, ja, cutte das noch rein, cutte rein und so. Der macht immer noch hintenrum Fitner, Bruder. Hintenrum macht er es immer noch. Was? Hä? We are the road, Freunde. Ich glaube, es gibt eine Live-Verfolgungsjagd gerade. Helikopter. Oh mein Gott, wie viel Blitz. Oh mein Gott, Bruder. Boah. Wie viele Sterne. Bruder, wie viele Sterne. Mann, fahr doch mal ein Stück vor, kurz, um zu gucken. Nein, nicht hier vor, Mann, Digga. Da fahr mit, Bruder. Was für fahr vor. Fahr mit. Ich würde direkt mitfahren, Land. Ich wollte sowas schon immer sehen. Geiles Video.